werden zu dir stehen. Liebe TVGlerinnen, liebe TVGler, ich möchte euch heute zur 12. Folge unseres TVG Handball Online Trainings begrüßen. Dieses, wie ihr bestimmt schon am Titel gesehen habt, voraussichtlich erstmal die letzte Folge, weil man sieht schon an meinen Haaren, die Lockerungen beginnen so langsam wieder und ja, es alles wird ein bisschen offener und wir hoffen auch vom Handball, dass wir in den nächsten ein, zwei Wochen anfangen können mit Training draußen auf dem Beachplatz und dann endlich wieder den Handball nicht nur in den eigenen vier Wänden oder vielleicht draußen auf der Straße nur in der Hand zu halten, sondern den dann auch wirklich mal im Vereinssport wieder zu nutzen und auf ein Tor zu werfen, wo dann auch ein Torwart drin steht oder für die Torhüter unter uns, auch mal einen Ball wieder zu halten. Ja, aber trotzdem war es für mich sehr schön, diese Videos zu machen. Ich hoffe, euch haben die Videos auch gefallen und ihr konntet ein bisschen da was mitmachen von und ein bisschen was mitnehmen und euch vielleicht so die Zeit vertreiben. Ja, aber dann können wir heute ja noch ein letztes Mal zusammen die Übung machen. Wie immer, ihr kennt das ja alle schon, 6 Übungen machen wir. Davon machen wir 3 Kraftübungen und 3 Koordinationsübungen mit dem Ball. Und jetzt nochmal zum Abschluss sind wir oldschool wieder drin, weil draußen wird gerade gearbeitet im Garten, deswegen müssen wir das drin machen. Aber das sind wir ja schon gewohnt, also dann starten wir jetzt direkt. Beginnen wollen wir gleich mit einer Übung, die wir schon kennen, die wir schon mal gemacht haben, aber es ist eine sehr gute Aufwärmübung und koordiniert auch so ein bisschen die Füße. Wir brauchen dafür den Handball, den legen wir auf den Boden vor uns und tippen gleich immer mit der Fußspitze ganz leicht oben auf den Ball, ohne dass wir den Daumen wirklich draufstellen. Wir wollen den Ball natürlich nicht kaputt machen, nur leicht berühren. Dabei soll der Ball, wenn möglich, nicht groß zur Seite rollen, sondern an der Stelle liegen bleiben. Ja, und dann wirklich so ein bisschen Tempo machen. Okay, wir machen das immer 30 Sekunden. Also die erste Runde 30, dann nochmal 30 und zum Schluss einmal noch ein bisschen länger, 45 Sekunden, sodass wir auch wirklich ein bisschen, dass das für uns anstrengend ist. Ja, und dann können wir auch starten. Also nicht wirklich aufsetzen, nur leicht berühren. Dann schönes Tempo. Geschafft, kurze Pause wieder, könnt die Beine mal ausschütteln. Machen wir das Ganze jetzt nochmal 30 Sekunden, damit wir auch schön warm werden. Und dann können wir auch jetzt starten. Nehmt die Arme ruhig mit. So, wieder eine kurze Pause. Und dann machen wir das letzte Mal nochmal 45 Sekunden. Ich stelle schon mal den Timer um. Und wieder den Ball schön hinlegen. Und dann starten wir auch. Wieder Arme mitnehmen, wenn ihr wollt.
Und dann haben wir die Übung auch geschafft. Ich glaube, wir sind jetzt auch den Timer ausmachen. Ich glaube, wir sind jetzt auch gut aufgewärmt, sodass wir richtig starten können. So, nachdem wir jetzt alle ein bisschen aufgewärmt sind durch die erste Übung, hoffe ich das mal, kommen wir jetzt zur ersten Koordinationsübung mit dem Ball. Wir versuchen nämlich jetzt den Ball hinter unserem Rücken her nach vorne zu spielen und den dann mit einer Hand wieder aufzufangen. Wir machen das erst mit der rechten Hand. Wenn ihr versucht, das mal nicht drinnen zu machen, sondern draußen, weil am Anfang könnte der Ball ja vielleicht ein bisschen anders hin, ein bisschen rumfliegen und nicht, dass uns irgendwas kaputt geht. Ich hoffe, mir passiert das nicht. Ja, wir werden es aber sehen. Also ich kann es mal von der Seite machen. So, ups. Wirklich nach vorne zu werfen. Erste Runde ist nur mit rechts. Also, wir machen jetzt 10 Mal werfen wir den nach vorne und fangen den dann noch mit einer Hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. So, dann haben wir es mit rechts gemacht. Jetzt, was fehlt? Jetzt machen wir es mit links. Genau die gleiche Übung und ja, wenn ihr eine kurze Pause macht, könnt ihr ja eben kurz stoppen oder jetzt eben das machen, weil ich würde jetzt direkt weitermachen. 1, 2, 3, 4, ups, das zählt aber nicht, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, bei links ist auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf bei mir. Mal sehen, wie es bei euch ist. Jetzt machen wir das gleiche nochmal, wieder 10 Mal, aber wechseln diesmal. Wir fangen mit rechts an, fangen den Ball mit links, wechseln, dann war der Ball weg, wechseln, nehmen und machen das Ganze dann mit links, also immer wechseln. Rechts fangen, links, rechts, links, rechts, ups, links. Ja, und dann beginnen wir. Vielleicht habt ihr auch schon angefangen, wieder 10 Mal. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Okay, das war dann auch die zweite Übung. So, kommen wir jetzt zur dritten Übung. Für die dritte Übung brauchen wir einen Stuhl. Ich habe hier den guten Campingstuhl rausgekramt. Wir machen nämlich jetzt Dips. Jeder wird ja wohl einen Stuhl haben. Achtet darauf, dass der stabil genug ist, dass ihr euch vorne an die Spitzen draufstutzen könnt, ohne dass der nach vorne überkippt oder ja, irgendwie in sich zusammenbricht. Wir machen nämlich Dips. Da könnt ihr entscheiden, entweder ihr macht die so oder je weiter ihr die Beine ausstreckt, desto schwerer wird es. Und dann schön langsam, nicht Tempo, sondern schön langsam runterlassen und hochdrücken. Das ist gut für den Trizeps. Das trainiert ihr ein bisschen. Ja, wir machen 3 Runden. In der ersten Runde machen wir 5. In der zweiten 10 und in der dritten 15. Dann haben wir 30 Dips. Ich glaube, das ist ganz gut. Und ja, wenn ihr noch mehr könnt, könnt ihr natürlich in der letzten Runde noch mehr machen. Und wenn es ein bisschen zu schwer ist, ist alles okay. Dann variiert ein bisschen mit dem Winkel zwischen den Füßen oder versucht das einfach oben zu halten. Das ist auch schon anstrengend genug. Also, wir gehen in die Position und machen in der ersten Runde 5. Also 1, 2, 3, 4 und 5. So, perfekt. Da hat man gesehen, der hat auch schon gewackelt, also sucht euch wirklich einen
Stuhl aus, der stabil ist. Und dann machen wir jetzt 10. Ja, und dann starten wir auch direkt wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Sehr gut, und dann noch einmal 15. Und das war dann auch schon die Übung. Also noch einmal eben wieder entspannen, Arm ausschütteln. Und dann machen wir jetzt nochmal 15 und dann starten wir. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 noch, 11, 12, 13, 14, 15. Sehr gut, dann haben wir die Übung auch schon geschafft. So, kommen wir jetzt zur vierten Übung. Wieder zur Beikoordinationsübung. Wir brauchen den Handball. Und wir setzen uns jetzt in den langen Sitz hin, Beine erst zusammen. Und prellen den Ball mit unserer starken Hand neben uns und versuchen dann die Beine aufzumachen und dabei weiter zu prellen, ohne den Ball Pause, also ohne den Ball zwischendurch in die Hand zu nehmen. Ich hoffe, ihr könnt euch vorstellen, wie ich das meine. Also erst Beine zusammen, wir prellen und machen dann die Beine auf. Ja, so, also davon machen wir jetzt erstmal 10 Mal. Dabei ist einmal neben dem, also wenn man hier prellt und hier prellt, dann hat man einmal. Also wenn man einmal die Beine auf und dann wieder zugemacht hat. Also. 1. 2. 4, 5, 6, 7, 8, 9 und der letzte Durchgang, 10. Sehr gut. Was fehlt jetzt? Was könnt ihr euch denken? Ja, wir machen das Ganze mit links. Genau. Auch 10 Mal die gleiche Übung und wir starten. Wichtig ist, versucht dabei nicht zu schaufeln. Also, ich habe jetzt auch gar nicht mitgezählt. Kurze Unterbrechung. Wir prellen gleich. Aber wir nehmen nicht den Ball prellen und nehmen den Ball nicht immer so. Weil das ist beim Handball auch zweimal. Genauso wie wenn man prellt, den Ball in der Hand nimmt und wieder prellt. Also das ist verboten. Deswegen versucht wirklich immer mit der Hand oben auf den Ball zu treffen. Und den nicht seitlich zu so rüber zu rollen. Also dann fangen wir mit links an. 1, 2, ups, da habe ich mein Knie aus Versehen getroffen, 3, 4, sechs, sieben, acht, neun und ein letztes Mal.
Ups. 10. So, aber wir sind noch nicht ganz mit der Übung fertig. Wir versuchen nämlich jetzt, den Ball von rechts bis links zu prellen. Das war dann ein Durchgang und davon machen wir dann 5 nochmal. Also, prellen, ich kann immer vormachen, prell den Ball. So, übernehmen dann in der Mitte. 1. Das war dann 2. Davon machen wir wohl 5, davon können wir auch 10 machen. Also, dann starten wir. In der Mitte übergeben in die andere Hand. 1. 2. 3. Oh, zu früh. 4. 4. So, jetzt. 5. 6. 7. 8. 9. Und ein letztes Mal. 10. So, das war dann auch die Übung. So, kommen wir jetzt zur 5. Übung. Die letzte Kraftübung voraussichtlich erstmal in unserer Reihe. Also, wir machen gleich eine Kraftübung, die gemischt ist mit den Übungen. Wir stellen uns gleich hin, Beine zusammen, je nachdem wie ihr das braucht. Also, wir versuchen nämlich mit den Fingern auf den Boden zu kommen. Wenn ihr dafür die Beine auseinandernehmen müsst, dann macht das, alles gut. Wir wandern gleich mit den, wir machen so und wandern leicht nach vorne. Ich mache es vielleicht von der Seite, ist ein bisschen besser. Wandern leicht nach vorne, bis wir in der Liegestützposition sind. Machen dann 1, 2 Liegestütz und wandern dann wieder hoch und stellen uns hin. Davon machen wir 5. Also insgesamt 10 Liegestütz. Dann machen wir wieder eine kurze Pause. Okay, ich glaube, alle haben das verstanden. Macht die Beine so weit auf, bis ihr mit den Fingern auf den Boden kommt. Und dann, ja. Also, dann starten wir. 1, 2 und nach vorne wandern. So, ersten haben wir geschafft. Eins, zwei und nach vorne wandern. Zweiten haben wir. Hoi. Dann zwei. Sind wir beim vierten oder beim dritten? Ich glaube, das war der dritte. Vielleicht habe ich mich aber auch verzählt, aber es war, ich sag mal, dann war der dritte, dann kommt jetzt der vierte. 1, 2 und nach vorne wandern wieder. Vierte und der letzte für heute. So. Und 1, 2. Perfekt, das war dann auch die letzte Kraftübung für heute. So, kommen wir jetzt zur allerletzten Übung. Und die allerletzte Übung ist eine Übung, die wir schon mal gemacht haben. Aber ich dachte, man muss nochmal, wie in den allerersten Folgen, wieder viel mit unseren Flaschen machen. Die dürfen wir ja nicht vernachlässigen. Deswegen machen wir jetzt die Übung nochmal. Wir stellen die so in 1,5 Meter Abstand zueinander hin und prellen dann eine 8 um die Flaschen. Dabei ist wichtig, wir nehmen immer wie beim Handball die Hand zum Prellen, die von der Flasche entfernt ist. Das machen wir
Im Handballspiel natürlich auch, damit der Gegner, wenn die Flasche nicht eine Flasche ist, oder vielleicht ist der Gegner auch eine Flasche, aber nein, dann müsst ihr natürlich die Wurfhand entfernte Seite nehmen, die Gegner entfernte Prellhand nehmen, damit der Gegenspieler nur schwer euch den Ball rausprellen kann. Ja, und das machen wir jetzt. Wir machen 10 Achten. Kurze Pause und das gleiche dann nochmal. Okay, und dann starten wir. Letzte Runde. Das war dann auch der erste Teil der Übung. Wir machen wieder eine kurze Pause, trinken mal einen Schluck. Haben wir heute, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Und machen das gleiche dann nochmal. So, wir nehmen wieder den Ball in der Hand. Achtet darauf, schön den Ball entfernt zu prellen, auch wenn das bei mir nicht immer geht, weil hier wenig Platz ist. Okay, und dann starten wir. Eins. Zwei. Drei. Da ist der Ball hier gegen die Kante gesprungen. Wir waren bei 8. Und die letzte Runde. Okay. Das war dann auch die letzte Übung. Aber jetzt kommen wir natürlich noch ein letztes Mal zu unserer Challenge, die wir Dienstag gestartet haben. So, auch in der letzten Folge kommen wir nochmal zu unserer Challenge, die wir Dienstag gestartet haben. Dafür brauchen wir ja wieder die zwei Luftballons. Die Challenge war, die Luftballons so lange wie möglich hochzuhalten, ohne dass ihr auf den Boden kommt. Letztes Mal habe ich 18 Sekunden geschafft. Mal sehen, ob ich es diesmal schlagen kann oder ob ihr besser werdet. Oder ob ihr besser seid. Ja, ihr dürft mit allen Körperteilen die hochhalten. Ja, und dann starte ich auch direkt. Oh. Nein! Schade. Aber ich glaube, das war auf jeden Fall besser als letztes Mal, würde ich behaupten. Und dann war das auch
unsere letzte Folge von unserem TVG Handball, von unserem TVG Handball Online Training. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, euch haben die letzten, die anderen Folgen gefallen. Wenn ihr jetzt trotzdem noch Lust habt, ein bisschen zu Hause trainieren, die anderen Folgen bleiben natürlich weiter online und ihr könnt euch die natürlich weiter angucken. Aber sonst freue ich mich natürlich, dass es bald endlich wieder losgehen kann und dass ich manche von euch bald hoffentlich beim Training wiedersehen werde. Ja, aber wenn ihr noch weiter auf dem Laufenden bleiben wollt, dann könnt ihr gerne bei uns den YouTube-Kanal abonnieren. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Auch auf Instagram sind wir aktiv, sogar noch aktiver als auf YouTube. Da könnt ihr gerne folgen, da werdet ihr auch, wenn der Spielbetrieb wieder losgeht, immer über die Spiele informiert, alle Altersgruppen und aller Mannschaften. Ich glaube, das ist ganz schön. Und ja, bewertet dieses Video gerne, positiv oder negativ. Über konstruktiv freuen wir uns, auch wenn das die letzte Folge ist. Man weiß ja nicht, wenn es blöd kommt, kann es ja nochmal zu so einem Lockdown leider kommen. Deswegen könnt ihr auch gerne uns Kritik schreiben, dann nehmen wir uns das beim nächsten Mal zu Herzen. Ja, und dann bleibt mir aber trotzdem noch zu sagen, bleibt gesund, passt auf euch auf und wir sehen uns hoffentlich beim Handball wieder. Wir haben Herz und Leidenschaft, sind eine rot-weiße Macht. TVG, wir kämpfen nur für dich. Hier in Hütte ist unser Thron, hier sind die Fans unsere Bastion, denn hier beim Handball, ja, da.